Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich bei der Eintracht Frankfurt, nicht beim Fußballkäse. Sondern ich bin heute beim Rugby bei den Frauen. Da hinten, die warten schon. Machen wir alle hallo. Hallo. Ja. Wir haben uns gerade eben schon ein bisschen warm gemacht. Deswegen bin ich außer Atem. Die Susi, die will uns gerade gleich ein bisschen triezen. Und ich werde mal überhaupt lernen, was so ein bisschen Rugby ist. Natürlich nicht bei den Männern, weil da gehe ich total unter. Bei den Frauen gehe ich wahrscheinlich auch unter, aber nicht so schlimm. Also nach dem Intro geht's los. Puh. So, wir haben uns jetzt ein bisschen mehr warm gemacht, ne? Bisschen mehr. Bisschen wärmer. Ich bin schon ziemlich außer Atem, aber wie schlage ich mich bis jetzt? Gut. Ja, es müsste jetzt sein. So, nein, jetzt sein. Aber ohne Scheiß, bist gut mit dabei. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wird noch lustig. Ja, ich bin das jetzt richtig lustig. Soll Spaß machen. Mal gucken. Wir sind gerade 4000 Meter gesprintet. Ohne Scheiß. Genau. Das ist ein Tier hier. Da bin ich ja sowas von nass gemacht. Gibt's ja gar nicht. Ich hab's am Anfang nicht kapiert. Hast du das nicht gelaufen oder was? Ja, ich bin halt zu schnell angefangen. Ja, das war gut. Was war echt 4 Millionen Meter, oder? Oh. Jetzt muss ich es ja schon schleifen. Ist immer so hier so anstrengend? Ja. Oh. Füße gehen in die Richtung, in der wir laufen. Die Hüfte steht in der Richtung, wo wir laufen. Am allerwichtigsten, das Kreuz ist gerade. Arbeiten tut es hier mit der Schulter, ja? Und der Kopf ist auch weg. Auch für dich. Halten! Hallo! Hallo, ich bin die Corinna.
die Ivana hat mich ja eigentlich hierher gebracht. Ne? Hallo. Sie hat ja gesagt, komm mal vorbei. Hoppla, komm mal vorbei und mach mal beim Rugby mit. Jetzt bin ich hier. Und mir gefällt total geil. Das Geile ist ja, dass es mal was ganz anderes ist. Endlich mal was Neues. Ja. Ja. Und ist es eigentlich heute, das würde mich mal interessieren, im Vergleich zu anderen Trainings, ein härteres Training oder ist es so normal wie immer? Also siebener Trainings generell immer ein bisschen mehr auf Ausdauer getrimmt. Aber ich glaube, heute ist eigentlich okay. Okay. Noch. Okay. Also ich bin schon knapp im roten Bereich. Von daher geht's noch. Ich aber auch. Ja, das ist gut. Super. Mal so lange wir nicht noch unterhalten können. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich auch. Komm mal. Wir spielen jetzt irgendwas und du willst erklären, was. Genau, also jetzt spielen wir normal, richtig. Normal, also das richtig. Heißt mit Tackle. Also wir tackeln uns gegenseitig, wir machen ein Spiel, was weiß ich, wie viele sind wir jetzt, was nicht, 10, 12, 6 gegen 6. Auf die Hälfte des Spielfelds wahrscheinlich und dann tackeln, spielen wir mit Tackeln, also normale Verhältnisse. Und das macht Aua? Das macht in der Regel nicht Aua, wenn man sich anspannt und es kann. Aber dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wir machen das manchmal, wir spielen Touch. Das können, wenn du mitspielst, dann werden wir dich wahrscheinlich touchen. Dann werden wir dich nicht tackeln. Nee! Außer du möchtest. Will ich das? Tackeln ist, wenn man touchen, wenn man hier anfällt und dann musst du anhalten. Ach so, okay. Aber will ich das? Weiß ich nee, ich will weitermachen erstmal. Ja. Ich sag mal weiter erstmal. Ich kann immer noch auf Touch umsteigen, oder? Du kannst immer noch auf Touch umstellen. Wir gucken mal. Er möchte getackelt werden. Was? Nee, ich sag nicht, ich möchte. Ich sag nur, ich guck mal. Wir üben jetzt gleich noch mal ein bisschen Tackling und danach spielen wir nämlich Vollkontakt. Ach du Scheiße. Genau. Vollkontakt. Vollkontakt. Yeah!
die Suse führt jetzt den Beweis, dass sie die größte Schleiferin ist, die ich kenne. Wir müssen jetzt nochmal hier eine halbe Stunde spritten wie die Blöden. Oh, warte mal, hast du voll Angst, wenn die da angerannt kommen beim Spiel? Du weißt ja, die wollen nichts Gutes von dir. Oh, jetzt wird nochmal gesprintet. Training heute, ja. Donnerstag brauchen wir euch wieder alle am Start. Wir haben noch einiges vor uns, ja. Wir haben am Samstag Spiel gegen den Heidelberger Ruderclub im 15er und in 14 Tagen geht's rund im 7er. Ja, und da brauchen wir alles, was ihr habt. An diesem Tag müsst ihr alles raushauen, aber wirklich alles. Und das möchte ich auch im Training vorher sehen, okay? Ja, okay. Und schalt die Sonne aus dem Arsch! Auf jeden Fall! Das war der heutige Sportblock beim Rugby, bei den Frauen, bei Eintracht Frankfurt. Wenn das jetzt Frauen sehen, die irgendwo in der Nähe von Frankfurt wohnen, vorbeikommen. Kommt hierher, hier ist Platz. Voll geil. Montags und donnerstags 19.30 Uhr. Jawohl. Genau. Darf ich wiederkommen eigentlich? Na, natürlich. Ich komme nochmal wieder. Juhu. Voll geil. Ja, ich bin auch ziemlich im Arsch, sag ich mal jetzt mal so nebenbei. Er hat geblutet. Ich habe zwei Blessuren. Guck mal hier. Da, blutig und da am Arm. Warte mal, ich muss mal hochkrempeln. Kammel mal hoch. Hier habe ich ein drittes Ei, guck mal. Ah, man sieht's volle Kanne. Das sind keine Muskeln, das sind. Nee, da. Wahnsinnig, bist du gar nicht drauf zu drücken. Ja. Ja, das war mein heutiger Sportvlog. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder beim Rugby. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann.